Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir und heute mit absolut genialen Nachrichten für alle Kia Soul EV Fans. Also bleibt dran! Heute gibt es Neuigkeiten von der LA Auto Show. Und zwar wurde da ja oder wird jetzt gerade der neue Kia Soul EV vorgestellt. Ja, und so wie ich das ja schon vermutet habe, kommt er tatsächlich mit dem 64 Kilowattstunden großen Akku und nicht mit dem 39,2 Kilowattstunden großen Akku, wie es jetzt in den letzten Wochen immer geheißen hat vielmehr. Und es gab ja hier in Deutschland schon den R-König, den man fotografiert hat. Und da konnte man halt auf den Displays ablesen, dass er bei 92% Akkukapazität eine Reichweite von 437 Kilometern hat. Das schafft man mit einem 39,2 Kilowattstunden Akku heute zumindest noch nicht. Und daraus hochgerechnet ergibt sich dann nämlich eine Reichweite von insgesamt 475 Kilometern. Ja, und im Vergleich zum Kona, der hat eine Reichweite von 485 Kilometer, die angegeben war. Also kann man davon ausgehen, der R-König war ja nicht gerade der schnittigste. Der hat ja noch Folierung drauf gehabt und so eine komischen Verkleidung, die so ein bisschen aufgetragen haben, dass man halt nicht erkennt, um welches Auto es sich handelt. Das könnte eventuell, sage ich mal, noch ein oder zwei oder vielleicht auch ein paar mehr Kilometer an Reichweite bringen, sage ich mal. Ich würde den Kia Soul EV zumindest von der Reichweite an den Kona anlehnen. Die passen ungefähr ziemlich gleich zusammen. Ja, was ist noch neu? Neu ist, das ist aber bei uns schon bekannt. Ich blende euch zwischendurch immer mal ein paar Bilder ein, dass der neue Kia Soul EV als 2020-Version, also 2020-Version, serienmäßig ein CCS-Lader drin hat. Das heißt, ihr könnt mit Typ 2 oder aber CCS Combined Charging System laden. Und ja, die Motorisierung in den USA habe ich jetzt nur. Und da will ich halt auch nochmal betonen, das ist jetzt erstmal USA, ob er tatsächlich so hierher kommt. Das steht hier in den Kia-Brief auch noch nicht drin. Das heißt, da wollen die Herrschaften noch wahrscheinlich ein bisschen Zeit lassen. In den USA wird er verkauft mit dem großen Akkupack, mit den 64 Kilowattstunden und dem großen Motor mit 150 Kilowatt Leistung bzw. 204 PS. Ja, das Drehmoment liegt ja bei dem Motor generell, auch bei dem kleineren mit dem 100 kW bei 395 Newtonmeter. Im Vergleich dazu jetzt nur noch mal die Daten zur Wiederholung, also noch mal so ins Gedächtnis zu rufen für diejenigen, die es nicht im Kopf haben. Der alte wurde angegeben oder ja, wurde halt gefahren mit 30 Kilowattstunden Akku und einer Reichweite von ja, so rund 210 Kilometer ist realistisch. Er hatte 110 PS, also die kleinere Variante von dem neuen hatte jetzt 136 PS und der große hat 205 PS. Oder 204 sind es genau gerechnet. Ein Drehmoment ist bei der alten aktuellen Version noch 285 Newtonmeter und bei dem neuen halt 395 Newtonmeter. So, ja, Kia stellt mit der mit dem brandneuen Kia Soul EV halt eine völlig neue Version des preisgekrönten Compact Crossover ohne Emissionen auf die Räder. Und ja, das neue Modell ist genauso schrullig, lebenslustig und beliebt wie immer. Ja, kann man ja noch gar nicht sagen. Also optisch schon, aber ob er denn auch so beliebt ist, das will ich hoffen, weil er sieht einfach hammermäßig aus. Also mir gefällt er optisch von außen gesehen sehr gut. Innen drin sage ich gleich noch was zu. Ja, der Akku wird bei Kia beworben als ein Hochleistungsakku der neuesten Generation oder der nächsten Generation. Vielmehr ist flüssigkeitsgekühlt, 64 Kilowattstunden Leistung, Lithium-Ionen-Polymer.
Ja, dessen Reichweite gegenüber dem Vorgängermodell erheblich verbessert wurde. Diese verbesserte Reichweite bedeutet einen wesentlich geringeren Bedarf an täglichen Aufladen. Und ein standardmäßig mitgelieferter CCS-Schnellladegerät bedeutet kürzere Stops und schnelleres Aufladen der Batterie. Ja, das kennen wir schon beim Kona. Wir hatten jetzt gerade einen E-Cannonball gehabt, habt ihr wahrscheinlich auch alle mitgekriegt. Und da ist ja im Endeffekt rausgekommen, dass nicht das Auto das Problem ist, auch nicht die Reichweite eines Autos, sondern die Ladesäulen. Die sind vielleicht teilweise ausreichend da, an anderen Stellen sind sie, selbst bei Tesla hat man es gemerkt, sind zu wenig Ladepunkte vorhanden. Aber das Schlimme ist halt, wenn man an eine Ladesäule ranfährt, und die funktioniert nicht. Das nur am Rande nochmal erwähnt, weil ja der Kona gerade beim E-Cannonball bewiesen hat, dass er durchaus langstreckentauglich ist. Ja, gehen wir jetzt hier nochmal weiter. Kia sagt jetzt auch nochmal, dass die genaue Reichweite, die momentan nur geschätzt ist und man die halt noch ermittelt. Ja, Fahrdynamik, da haben sie natürlich jetzt auch noch so ein bisschen erwähnt, dass er halt, wie gesagt, die 204 PS hat bei 395 Newton. Also wenn ihr da aufs Spaßpedal tretet, dann kann da schon mal der Asphalt qualmen. Und halt, dass das Drehmoment nochmal um 110 Newton gestiegen ist zum Vormodell. Ja, Fahrdynamik wurde auch nochmal verbessert. Hier hat jetzt für den Zol EV eine völlig unabhängig arbeitende neue Hinterachse kreiert, womit der Fahrspaß noch mehr ja, unterstrichen wird, beziehungsweise soll auch den Komfort und die Fahrdynamik halt unterstützen. Ja, dazu bietet der Kia Soul EV noch zahlreiche Tools, mit denen der Fahrer halt seinen Fahrspaß und den Benzinverbrauch, wollte ich sagen, den Batterieverbrauch, also sprich den Stromverbrauch, selber regulieren kann. Und da gibt es dann halt beispielsweise vier Fahrmodi. Also momentan ist es ja mal so, man kann ihn in D stellen, man hat die Brake-Funktion und die Eco-Taste. Die kann man ein- und ausschalten. Also hat man, ja, was sind, das sind ja eigentlich dann auch irgendwie so nahezu vier Fahrmodi sozusagen, wenn man das so nennen will. Hier ist aber jetzt der Unterschied, das funktioniert genauso wie beim Hyundai Kona Electric. Wir haben hier beim neuen Kia Soul EV 2020er Modell haben wir vier Fahrmodi: Eco, Komfort, Sport und Eco Plus. So, und da gibt es dann halt auch wieder, dass man die ganzen, der Fahrer kann sich diese Modi selbst einstellen, wie er die denn haben will, mit welcher Höchstgeschwindigkeit beispielsweise und wie stark die Rekuperation sein soll. Und dementsprechend wird halt auch Klimaanlage und Heizung kann noch mit reguliert werden. Und da kann man dann halt schon einiges rausholen an Energieeinsparung, so dass man wirklich eine hohe Reichweite hat mit dem Auto. Ja, dann gibt es noch das die regenerative, also die ja, regenerative Bremsenergierückgewinnung, so die Rekuperation. Jetzt habe ich das Wort, Entschuldigung. Die kann der Fahrer jetzt mit den mit den Pedal-Shiftern, also mit den Lenkrad-Schaltwippen, auch einstellen, genauso wie am Hyundai Kona Electric auch. Und er kann damit das Fahrzeug sogar zum Stehen bringen, indem er halt diesen Pedal-Shifter verwendet. Und das Ganze nennt sich dann halt Brake-and-Hold-System. Und damit kann er halt, wie gesagt, die kinetische Energie dazu aufbringen, um das Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Ja, die Rekuperationsstufen habe ich schon erwähnt, vier Stück, also von 0 Segeln bis 3 ganz stark. Und danach kommt dann halt so wie ich das in Erfahrung gebracht habe, wenn man mit 3 ganz normal rekuperiert sozusagen und dann das Bremspedal dazu gibt, dann wird halt die Rekuperation bis zur maximalen Leistung noch erhöht, bevor dann halt die Fahrzeugbremse selbst eingreift. Ja, dazu gibt es dann halt auch eine Smart Eco Pedal Guide Anzeige, wie sich das jetzt hier so ausdrücken kann. Auch sein, dass es jetzt eine falsche Übersetzung ist. Ich habe das hier ganze mal übersetzt aus dem Englischen. Da gibt es jedenfalls eine Echtzeitverbrauchsanzeige im Instrumententräger. Die gibt es aber beim Kia, Quatsch, beim Hyundai Kona Electric auch schon. Da sind sie dann halt
Sozusagen auch wieder identisch. Ja, jetzt kommen wir zu den Design-Highlights. Wie gesagt, ich finde den Wagen außen richtig geil. Ich habe hier irgendwie ein paar Bilder noch am Laufen nebenbei und ich finde den Wagen richtig super. Ich habe mir die Bilder angeguckt, blende sie euch auch mal ein und zeige euch auch mal so den Vergleich zu dem Vorgängermodell, damit ihr das mal so ein bisschen seht. Von vorne finde ich den Wagen richtig mega geil. Ich finde die neue Form der Schnauze finde ich richtig gut. Auch dass der Lader vorne wieder drin ist, also wieder ein Nasenlader ist. Was ich nicht ganz so hundertprozentig toll finde, weil es nicht zu der Frontansicht passt, meiner Meinung nach. Aber das ist, wie gesagt, meine Geschmackssache. Das ist die Heckansicht mit den ja eigentlich rumlaufenden roten Rückleuchten. Wobei die Rückleuchten hier in Europa eventuell noch anders aussehen können, weil wir haben zum Beispiel keine Side-Marker hinten drin. Die sind ja hier in Deutschland verboten oder in Europa. Die dürfen nicht rot sein, die dürfen dann höchstens orange sein. Insofern, die ändern sich mit Sicherheit doch ein bisschen. Wohin das auch immer gehen mag, wo sie sich hin ändern, werden wir denn sehen, wenn das Auto hier steht. Ja, zum Außendesign schreibt jetzt Kia halt, das ist ein völlig neues Außendesign, das den kastenförmigen Ursprüngen des Autos treu bleibt. Ein unverwechselbarer Look, der von Legionen, von Fans auf der ganzen Welt beliebt wird. Oder geliebt wird vielmehr, Entschuldigung. Der Soul EV ist der gleichen Architektur aufgebaut, verfügt jedoch über ein einzigartiges Design, das ihm ein eigenes Flair verleiht. Ja, da haben Sie wirklich recht. Also ich habe es ja schon mal in meinem letzten Video gesagt, so die Änderungen, die ich halt sehen konnte, waren halt beispielsweise auch am Heckfenster oder vielmehr am hinteren Seitenfenster, dass es größer geworden ist. Aber dass eigentlich die Dachsilhouette und die Silhouette von den Seitenfenstern und der Frontscheibe eigentlich gleich gewesen sind. Das heißt also, man könnte sozusagen sagen, also die Fahrgastzelle ist das gleiche wie vorher auch, nur dass halt die Haut außenrum wurde dementsprechend ein bisschen angepasst, ein bisschen aufgehübscht. Und die Farben finde ich auch interessant. Das ist jetzt ein bisschen peppiger geworden, ob es einem gefällt oder nicht. Lässt sich streiten. Ja, machen wir mal weiter hier mit dem Text. Das Soul EV verfügt über neu gestaltete vordere und hintere Stoßfänger für ein glatteres aerodynamisches Erscheinungsbild. Er verfügt über einen soliden Einsatz anstelle der herkömmlichen Soul Frontgrills und eine Tür, an der die Ladebuchse auf der Fahrerseite angebracht ist. Okay, da ist jetzt die Front mit gemeint. Wie gesagt, das ist aus dem Englischen übersetzt, da hört sich das alles ein bisschen anders an. Ich blende hier mal die Front ein. Da haben wir vorne halt den Ladeanschluss auf der Fahrerseite sozusagen in der Nase drin, war er eigentlich vorher auch schon. Der war auch schon vorne auf der Fahrerseite gewesen. Nur dass halt der Deckel da so aufgeschwungen ist und hier klappt er einfach auf, so wie beim Hyundai Kona Electric auch. Die einzigartigen LED-Scheinwerfer des Soul sind auffallend in die obere Stirn der Fahrzeugfront integriert, was die gesamte Fahrzeugbreite für ein breites, stabiles Erscheinungsbild erweitert. Das Gesicht des Elektrofahrzeugs ist mit einzigartigen Nebelscheinwerfern ausgestattet, während der Soul ohne Emissionen also der emissionsfreie Soul ein eigenes 5-Speichen-Design mit 17 Zoll Leichtmetallrädern erhält, das sich von anderen Modellen der Soul-Serie unterscheidet. Das haben wir bisher bei allen Elektroautos, dass sie immer eigene aerodynamischere Felgen haben. Finde ich total super. Ist ja auch schon bewiesen, dass sie auch wirklich Energie einsparen. Das merken alle diejenigen, die sich Winterreifen holen mit ganz normalen Felgen, die es halt irgendwie beim Händler noch gibt. Die halt bei den Verbrennervarianten beispielsweise beim Kona oder beim Ioniq eingesetzt werden. Diese aerodynamischen Felgen, die bringen wirklich was. Und das sollte man nicht verachten. Ja, Technik für ein durch und durch modernes Auto. Der Soul ist, EV ist mal mit einer großen Anzahl fortschrittlicher Funktionen ausgestattet, um die Sicherheit zu verbessern, das Fahrerlebnis zu verbessern und Bedienungs- und Bedienkomfort zu gewährleisten. Je nach Marke ist der Soul EV mit einer Reihe von fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen von Kia und einer langen Liste von Standard- und optionaler Ausstattung erhältlich. Die Kabineninnentechnologie, wie sich das hier so schön nennt, umfasst einen Hightech-Shift-by-Wire-Drehschalter, während das Instrumentensystem von Soul auf einen 10,25 Zoll Farb-Touchscreen mit Rückfahrmonitor und Parkführung basiert.
Das Infotainment-Paket wird von Apple CarPlay und Android Auto sowie drahtlosen Bluetooth-Verbindungen mit Spracherkennung unterstützt. Das System ist mit einem Audiosystem mit 6 Lautsprechern, einem USB-Eingang und am Lenkrad montierten Audio-Bedienelementen gekoppelt. Ja, Sicherheit steht bei allen neuen Kia-Modellen im Mittelpunkt und der Kia Soul EV macht da keine Ausnahme. Je nach Markt ist das Auto mit bis zu 7 Airbags ausgestattet. Ja, also wir haben halt die beiden Front-Airbags, die beiden Seiten-Airbags, dann haben wir 2 Vorhang-Airbags und für den Fahrer je nach Ausführungs- oder ja, Länderausführung halt noch den Knie-Airbag. Das wären dann halt 7 zusammen. Ja, und daneben gibt es noch eine Reihe an Fahrassistenzsystemen. Dazu gehören Antiblockiersystem, Traktionskontrolle, elektronische Stabilitätskontrolle, Berganfahrhilfe, Warnsystem für Fußgänger und ein Reifendrucküberwachungssystem. Das ist ja auch so lebensnotwendig. Also, naja, gut. Ob man nicht sowieso immer mal Luft nachgucken sollte, aber gut, das wird den Leuten halt immer mehr abgenommen. Ne? So, ja, da geht's noch weiter. Aktive Sicherheit ist ebenso wichtig. Je nach Markt ist der Soul mit einer Reihe fortschrittlicher Fahrassistenzsysteme erhältlich. Ja, einzigartig an dem Soul EV ist ein überarbeitetes Telematiksystem. Da geht es jetzt darum, dass zum einen halt Daten auch in das Fahrzeug eingespielt werden können, beziehungsweise heruntergeladen können, die für die Navigation sind, die für die Ladepunkte beispielsweise sind, dass man die immer aktualisiert. Und dann gibt es halt noch eine Panikfunktion, also eine Alarmfunktion und eine, ja eigentlich ist das diese Notruffunktion, diese SOS-Taste, die wird ja jetzt glaube ich auch, ich bin der Meinung 2019 oder 2020 Pflicht, dass man halt in den Fahrzeugen, die neu zugelassen werden, die neu gebaut werden, halt diesen SOS-Knopf drin hat. Aber will ich mich jetzt nicht festlegen, ich bin der Meinung, es war 2019, aber das nur so am Rande. Die Frage, die sich mir jetzt hier halt stellt, ist, in welchen Ländern kommt das? Weil hier in Deutschland sind wir eigentlich immer am allerwertesten gekniffen, wenn es so diese Telematiksysteme gibt, wo wir halt neue Daten aufs Fahrzeug gespielt bekommen. Das bietet eigentlich momentan nur Nissan an. Also im Nissan Leaf 1 war es ja drin, im 2 ist es, bin ich der Meinung, auch drin. Und im ENV 200, wo man sich halt die Karte aktualisieren lassen kann, beziehungsweise diese Points of Interest. Und das kann man dann hier auch machen, wenn das jetzt auch wirklich nach Deutschland kommt. Wie gesagt, das ist die Pressemitteilung für... Oh, da ist gerade VW drauf, macht aber nichts. Das ist halt die Pressemitteilung von der LA Auto Show. Also sprich, es betrifft den amerikanischen Markt. In den USA hat ja der alte Soul auch schon dieses Telematiksystem, wo man halt eine Internetverbindung hat. Und selbst in Kanada sind die Leute schon in den Allerwertesten gekniffen, weil sie es da nämlich schon nicht mehr haben. Ja, so, jetzt gehen wir noch weiter, sind ja auch gleich durch, viel ist es nicht mehr. Käufer in einigen europäischen Ländern können zwischen 2 Ausstattungsvarianten wählen, dem Soul EV und dem Soul EV Designer Collection. Das ist natürlich klasse. So, ich zeige auch gleich nochmal ein paar Bilder und gehe nochmal auf die Innenausstattung zu, weil, sage ich gleich noch was zu. So, das Designer Collection Modell ist mit einem seinem gehobenen Status innerhalb des Soul EV Produktpalette angemessen und bietet alle Funktionen des Standard Soul EV sowie eine Reihe zusätzlicher Funktionen. Dazu gehören eine zweifarbige Außenlackierung. Okay, ich lese das mal weiter vor. Jetzt muss ich wieder zurück übersetzen. Also man darf wirklich nicht Google immer glauben, was sie übersetzen. Es sind nicht kraftgeklappte, beheizbare, kraftverstellbare Außenspiegel, sondern elektrisch anklappbare und elektrisch beheizbare, würde man es übersetzen, Außenspiegel.
Die, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo war ich denn gerade? Da unten, ja, schwarz glänzen sollen. Glänzen die wirklich schwarz? Nein, sie glänzen nicht schwarz, sie sind nämlich in Wagenfarbe lackiert. Beziehungsweise es kann sein, dass es bei diesem Topmodell, weil die Bilder, die ich hier habe, sind nur von der Standardausstattung, da komme ich aber gleich mal zu. Und bei den Topmodellen sind sie wohl schwarz lackiert. Hier bei der Standardausstattung, ich komme gleich noch drauf, sind sie oben in Wagenfarbe lackiert. Finde ich persönlich schöner. Also schwarze Spiegel hat ja jedes Auto, aber lackierte ist doch etwas feiner. Ja, nochmal zu dieser Top-Ausstattung. Dazu gehört eine zweifarbige Außenlackierung. Ja, wie Gravity Gray mit, jetzt muss ich die Reihe verfolgen, mit Platin-Gold-Dach. Sherry Black mit Inferno Red Dach oder Neptun Blau mit, wo bin ich denn? Sherry Black Dach. Ich mag persönlich diese Zweifarblackierung nicht so unbedingt. Es gibt Zweifarblackierungen, die gefallen mir wirklich sehr gut. Aber diese Kombination, wir haben bei dem aktuellen Soul EV, haben wir auch schon die schwarze Lackierung mit dem roten Dach und den roten ja, es ist was oder wie man das nennen mag. Also die Kühlerumrandung und einige andere Teile sind ja noch rot lackiert. Das gefällt mir irgendwo nicht. Ich nenne dieses Modell immer Lack und Leder. Fragt mich nicht warum. Es ist einfach so, ne? Und es gibt ja auch Blau mit weißem Dach. Das finde ich sieht immer schlumpfmäßig aus, ne? Wobei ich das Blau als solches richtig geil finde. Aber dann hätte ich das Dach gerne auch so. Und ich habe noch das vorweggenommen, bevor ich euch gleich hier noch ein paar Bilder von der Inneneinrichtung zeige. Ich habe Bilder gesehen von einem blauen Kia Soul EV, von dem neuen. Und der ist da halt im sonnigen Kalifornien unterwegs. Und das sieht rattenscharf aus, sage ich euch. So, ja, machen wir weiter mit dieser Designer Collection Modell. Verfügt über ein Harman Kardon Premium Audiosystem mit 10 Lautsprechern und externem Verstärker, ein Ladegerät für Mobiltelefon und einen automatisch abblender Rückspiegel. Also der Innenrückspiegel ist damit gemeint. So, ein mit Leder umwickeltes, also lederbezogenes Lenkrad vervollständigen den Innenraum neben den beheizten Vordersitzen. Mit den Sofino Premium Sitzbezügen ausgestattet sind. Was ich da jetzt anmerken möchte, wenn ich euch jetzt mal die Bilder zeigen darf von der Innenausstattung, ich versuche da immer mal so ein bisschen einen Vergleich zu machen zwischen dem aktuellen und den kommenden Modellen. Ich finde, das Design ist sehr gut gelungen. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass das Armaturenbrett nicht mehr in den Fahrzeuginnenraum abneigt, sondern dass es zur Scheibe hin abnackt. Das heißt, man kann da auch mal was rauflegen und es fällt dann nicht gleich wieder runter. Auch finde ich schön, dass jetzt alles mehr integrierter wirkt in dieses Armaturenbrett. Auch die Lüftungsdüsen an der Seite, das blende ich euch auch hier nochmal ein, das Bild. Wenn ihr das so anguckt mit dem alten Vergleich, da hatten wir so diese beiden Türme gehabt mit den Lüftungsdüsen, wo oben drauf die Lautsprecher waren. Jetzt hat man das so stilistisch sozusagen so ein bisschen anders gestaltet, aber mit ins Armaturenbrett reingenommen und das Ganze geht in die Türverkleidung mit rein. Vom Design her gesehen, da geht halt so dieser Schwung weiter in den Türgriff rein. Finde ich sehr gut. Wenn ich mir jetzt das Material angucke und ich möchte euch bitten, guckt mal auf die Mittelkonsole, wo der Wahlschalter ist. Da habt ihr ja die Schalteranordnung für Sitzheizung und was ist da noch, Holtfunktion ist da noch drauf. Da sind ja die Tasten nicht belegt. Das heißt, der hat keine Sitzheizung drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze ein Ausstellungsfahrzeug ist, was gar nicht fertig ist, was also nicht der Serie entspricht, dass es sozusagen wirklich nur zum Fotoshooting ist und hoppla, wir haben hier ein Auto zu stehen, guckt es euch an, das ist wirklich sehr schön geworden. Wir sind aber noch nicht fertig, genau, jetzt habe ich das Bild, genau, Drive Mode hat er da vorne noch drin und der Start-Stopp-Schalter ist da drin oder Knopf vielmehr. So, wenn ich mir das jetzt so angucke, ist das Auto nackt. Es hat einfache Stoffsitze. Und ich vermute mal, es wird mehr wie diese zwei Ausstattungsvarianten geben, weil ich kann mir vorstellen, der alte Soul hat in der Grundausstattung Sitzheizung drin gehabt. Erst in dem Premium-Paket kam ja, wer jetzt nicht lügen, kamen die ventilierten Sitze dazu, wenn man das Paket dazu genommen hat. In der Plug-Version des aktuellen Kia Soul EV gibt es Sitzheizung vorne schon? Hier sieht man aber gar keine Sitzheizung drin, weil nämlich auf der Mittelkonsole, da kommt die Sitzheizung rein.
So ist es zumindest auf anderen Bildern zu sehen, die ich noch habe und die ich euch auch mal einblende. Die sind aber vom Verbrenner. Also da darf man sich jetzt nicht so dran festhalten. Weil es gibt den Kia Soul nämlich immer noch als Verbrenner, aber nicht in Europa, sondern nur in Amerika, weil da ist es ein sehr beliebtes Auto. Das darf man jetzt nicht mit Europa vergleichen. Wobei hier in Berlin zumindest sehe ich auch immer mehr Verbrenner davon rumfahren und die Leute sind mit Sicherheit begeistert, weil sonst würden sie den Wagen nicht so lange fahren. Ja. Was ich jetzt noch sagen wollte oder darauf eingehen wollte, das weißes Innenraumdesign. Mir gefällt das ja wirklich sehr gut. So, und jedenfalls, wenn ich mir die Oberfläche ansehe, das mag jetzt wie gesagt wirklich ein Ausstellungsstück sein. Ja, ich meine, es machen ja einige Hersteller, die stellen halt, weil der Messetermin da ist, machen sie halt irgendwas rein. Hauptsache, das sieht aus, als wenn es original und echt wäre. Es kann aber auch sein, dass da irgendein eifriger Mensch mit einer öligen Konsistenz rübergegangen ist. Oder wir kennen das so von den Kiesplatzhändlern, die immer ihre alten Autos verkaufen wollen. Die gehen über alle Plastikteile, die schwarz sind, nochmal mit irgend so komischen Silikonzeug rüber, damit schön alles glänzt. So sieht hier die Inneneinrichtung aus. Sie sieht in etwa so aus wie beim Nissan ENV 200 von der Oberfläche. Sehr robust. Ja, da kann ich hier also. Plastik oder Holz oder wie auch immer. Das sieht nicht wirklich sehr gut aus. Es mag vielleicht hochwertig sein, in dem Sinne, dass es kein schlechtes Material ist. Das will ich damit nicht sagen. Wenn ich mir jetzt aber diese Bilder angucke und den aktuellen Kia Soul ansehe, würde ich mir den neuen nicht kaufen. Ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt die Grundausstattung. Ich vermute wirklich, es gibt mehrere länderspezifische Ausstattungen, nicht nur so wie wir es haben mit Plug and Play und dann noch Komfortpaket obendrauf, sondern es scheint wirklich noch eine Ausstattung zu geben, wo gar nichts drin ist. Ja, wo keine also Fensterheber sind drin, aber wo keine Sitzheizung drin ist, wo ein einfacher Stoff drin ist. Man weiß jetzt auch nicht, was ist hier jetzt mit dem Infotainment-System, ist da alles drin oder nicht. Können wir jetzt noch gar nicht sagen. Also von daher würde ich mal sagen, ich möchte das Auto gerne mal in der Europa-Version sehen und dann auch bitteschön vom Innenraum, dass man mal sehen kann, was ist das für Material. Es kann allerdings auch sein, was noch eine weitere Vermutung ist, dass Kia das Auto, also den Kia Soul EV, unterhalb, muss ja gerade mal was einschalten, unterhalb des Konas ansiedeln will. Und der Kona ist ja schon unterhalb des e-Niro. Also es das heißt, dass der Kia Soul EV dann eher so das preiswerte Spaßauto für junge Leute sein soll. Weil die Quietschfarben, die ich jetzt hier gerade sehe, das ist halt eher sowas für junge Leute oder für jemanden, der sein Auto im riesengroßen Parkplatzgewimmel wiederfinden will, ohne großartig suchen zu müssen, weil die Farbe hat noch nicht jeder. Ansonsten in der Innenraumausstattung, sorry, aber da ist kein Stoff dran. Das sieht alles nur nach Hartplastik aus und auch das Armaturenbrett irgendwie so, das sieht so komisch nach Plastik aus. Das kann, wie gesagt, jetzt wirklich von den Fotos her sein. Es kann im Original ganz anders sein, dass das eher so ein gefütterter Schaumstoff ist oder so. Und man sieht, oder Schaumstoff, Kunstleder, sage ich mal. Und man sieht es halt einfach auf den Bildern nicht. Aber so, das, was ich jetzt gesehen habe, ist die Billigausstattung, ich sag mal so die Behördenvariante, wo nichts drin ist. Da wundert es mich, dass sie schon elektrische Fensterheber drin haben und nicht noch zwei Kurbeln, wo man die Fenster mit rauf und runter kurbeln kann. Was wir auch noch nicht wissen, gibt es, wir haben ja hier auch in Deutschland, können wir Zweifarblackierung wählen und Einfarblackierung und die Zweifarblackierung sind aber nicht an das Ausstattungspaket gebunden. Es sei denn, ihr wollt ein Schiebedach haben, also dieses Panoramaglasschiebedach, dann müsst ihr halt eine Einfarblackierung wählen. Da gibt es ja mittlerweile in Deutschland, glaube ich, drei Stück. Wenn man mal nach nebenan guckt in manche anderen Länder, wobei es gibt mehrere Farben, ja, also man muss immer sagen, die Händler hier in Deutschland versuchen immer Autos ranzukriegen, damit sie die verkaufen können und die fragen einfach bei Kia nach, was habt ihr gerade da, was nicht mehr abgenommen wird oder so und dann greifen die zu und das kann dann mal ein österreichisches Modell sein oder ein norwegisches Modell oder ein französisches, wie auch immer. Da ist dann halt mal irgendwas ein bisschen anders in der Ausstattung, aber im Großen und Ganzen ähneln die sich alle. Ich würde es mir wünschen, wenn diese Innenausstattung, die ich da gesehen habe, wirklich keine Zahnschmerzen verursacht, sondern Freude am Fahren und vor allem Freude am drinnen Sitzen. Die Sitze sind etwas mehr konturiert, die haben halt mehr Seitenwangendesign. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich fand die alten Sitze vom aktuellen Kia Soul EV einfach mega geil. Man hat sich reingesetzt und hat sich wohlgefühlt.
Das Problem, was ich bei modernen Autos immer habe, aber bei dem Kia Soul nicht hatte, das ist ganz einfach, dass ich den Seitenairbag immer spüre in den Rippen, weil da ist ja so ein Kasten in der Seiten, in der Lehne, in der Seite drin, wo der Airbag drin steckt. Und das Ding ist ja aus Metall, weil soll einen ja nicht die Rippen zerkloppen, wenn der Airbag losgeht, sondern ganz im Gegenteil schützen. Und ich spüre den bei so vielen modernen Autos, das finde ich irgendwann unangenehm. Selbst bei Tesla ist mir das schon aufgefallen. Und ich bin gespannt, wie die Sitze sind, weil sie sehen sehr sportlich aus. Sie scheinen mehr Seitenhalt zu bieten, was ja die alten Sitze nicht so besonders hatten. Und ja, aber das Material bitte. Also das muss schon dementsprechend so sein, dass man sagen kann, man könnte jetzt von dem Kia Soul EV der aktuellen Baureihe mit der Play-Ausstattung und dem Komfortpaket wechseln zu dem neuen Kia Soul EV 2020 und hat denn da halt die, wie heißt diese Ausstattung nochmal, Designer Collection, heißt sie in den USA, wie sie hier heißen wird, wahrscheinlich wird sie auch wieder Plug and Play geben und dann nochmal Komfort oben drauf, vermute ich zumindest mal. Oder man ähnelt dieses Ausstattungswirrwarr so ein bisschen dem e-Niro an. Da haben wir diese Metallnamen oder Metallbezeichnungen drin mit Silber, Gold, Platin und was das da war. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Und lassen wir uns überraschen, was da kommt. Mehr will ich jetzt auch gar nicht erzählen. Ich habe euch die Bilder nebenbei noch gezeigt und hoffe, ihr wartet genauso gespannt auf dieses Auto. Und vor allem, ich bin ja so begeistert, dass das nächstes Jahr schon im Frühjahr kommen soll oder im ersten Halbjahr vielmehr. Ja, so. Das soll es jetzt gewesen sein vom, zumindest für heute. Es kommen bestimmt noch etliche Nachrichten über den neuen Kia Soul EV 2020. Und bis dahin, abonniert diesen Kanal, das könnt ihr hier unten machen. Da könnt ihr auch gleich aufs Knöpfchen drücken. Da ist eine kleine Glocke, da kommt dann halt immer eine Erinnerung, wenn ich ein neues Video gebe. Und da dürft ihr mir gerne einen Daumen rauf da lassen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Auto von außen und von innen findet. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß und man hört und sieht sich demnächst mit Sicherheit wieder mit Neuigkeiten vom Kia Soul EV und anderen Themen der Elektromobilität. Bis dann. Tschüssi. Thank you.